Übrigens da links, links auf der Tribüne, da hinten, da habe ich gesessen. Ah ja, Mensch. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ich glaube, da ist die Bank auch noch ein bisschen eingedrückt. Hey. Du hast mir mal gedroht, dass wenn ich dich, wenn ich dir mal begegne, dass du, dass ich dann ganz schüchtern sei werden würde. Oder sowas in der Art. Ich? Ja, du wärst ein ganz großer, kräftiger Mensch. Nee, ich habe nur gesagt, wenn wir uns mal begegnen, bringe ich ein Bier mit. Na naja, gut, das ist ja zwangsläufig, also. Nein, es war ein netter Versuch, die Kurve zu kriegen, aber... hat nicht geklappt, ne? Nein. So, wir sind im Rennen. Und... die Herrschaften fahren jetzt gleich aus der Box, also keine Sorge, das, so wie es jetzt ist, soll es sein. Gut, jetzt werden natürlich keine Qualizeiten angezeigt, das ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Reihenfolge stimmt und Jens, jetzt kannst du gerne nochmal, weil jetzt haut es nämlich auch hin. Jetzt kann ich gerne nochmal, Moment, muss ich mal hier rumswitchen? Nein, kann ich noch nicht. Wieso ist denn da schon wieder eine... Achso, ja, die kommen ja jetzt. Jetzt kann ich, jetzt genau. Kann ich. Also, auf Pole Position werden wir gleich den Andrzej König sehen. Daneben Stefan Karnitz. Hinter dann der Alex Rambo und der Robert Stratner. Jörg Comani, von dem wir mal hoffen, dass ihm nicht irgendwas weiteres passiert während der Strecke. auf der 5 Andreas Oerlich auf der 6. Nicht, dass nachher der Achim Krause auch noch hier auf der Strecke vor ihm parkt. auf der 7 Mario Schilly, 8 Daniel Lange-Hegemann. Auf der 9 Mike Kolosche, Achim Krause, ja, von dem wir mal sehr gespannt sind, wie er hier die 2x30 Minuten zu Ende bringt, auf der 10. Dann machen wir auch mal weiter. Auf der 11 haben wir den Michael Wirz, neben dem Mirko Wenzel, der sich hoffentlich jetzt mal darauf konzentriert, auf der Strecke zu fahren. Mhm. Dirk Sassmannshausen auf der 13, gefolgt von Felix Appelt. Matthias Enke, 15. Fred Donke, 16. Yves Mlekos auf der 17, so weit hinten diesmal. Auf der 18 Klaus Czaszek. Jürgen Engelhardt 19, Andreas Braun 20, Hans-Peter Maid 21. Hilf genau. Mir mal kurz bei dem Andreas Braun. Mhm. Der kommt mir so unbekannt vor. Ja, er ist noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, der hat schon, der ist schon ein bisschen hier unterwegs gewesen. Also in der Hotlap-Liste hat er 121 Runden gefahren, sehe ich gerade. Und jetzt gucken wir mal in... Noch keinen Punkt eingefahren, okay. Nee. Aber an 4 Rennen teilgenommen, gut. Ja, genau. Also, der hat da schon ein bisschen... Das waren wahrscheinlich die Rennen, wo ich dich sträflicherweise alleine gelassen habe. Ja, das kann gut sein. Ja, noch einmal tief durchatmen. Gleich geht's los. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen ersten komischen 90-Grad-Knick. Ja, die Strecke, die ist, es ist wirklich schwierig auch, aber sie wird von sehr, sehr vielen Rennsportorganisatoren als, ja, die fahren, machen dort, also oder sagen wir mal Rennserienorganisatoren, wie zum Beispiel ADAC oder so, die haben hier sehr viele Rookie-Serien. Ja, also wo junge Rennfahrer so ihre ersten Gehversuche in richtigen Autos machen, da sind die hier sehr, sehr aktiv in Oschersleben. Ich kann mich entsinnen, der Frank Kechele war hier sehr oft als Instruktor eingesetzt, der da den Jungschwunden so ein bisschen das Rennfahren mit beibringt. Und naja, und natürlich DTM und es gibt ja noch die GT Masters, ist hier auch zu Hause, fährt hier auch. Also es ist schon ziemlich was los und wir haben ja gerade am Samstag von Harald Galinis gehört, wie was für ein Hype momentan die GT3-Serien erleben. Also überzeichnete Rennserien und, ja. Und sonst dergleichen Dinge mit teilweise jetzt die eine Nennung, ich habe es jetzt glaube vergessen, welches Rennen das war, 40 Autos und das ist schon also ziemlich heftig. So.
Ich meine, diese Rennstrecke hier bietet auch alles. Sie hat schnelle Kurven, sie hat eine sehr anspruchsvolle, diese Dreifach-Links, die ja wirklich so ganz am Limit geht, wo das Auto in der letzten Kurve zusammenbremsen muss, um dann ganz eng 90 Grad rumzufahren. Du hast Geraden dabei, du hast wunderbare Anbremspunkte, siehe hier. Mhm. Also, die ist schon anspruchsvoll, die Strecke. Ist wirklich anspruchsvoll, das ist keine Frage. Und dazu kommt halt noch dieser unebene Belag, der halt auch noch hohe Ansprüche an Setup stellt, an die Abstimmung des Autos. Also das ist wirklich nicht ohne. Was der Strecke fehlt, sind einfach wirklich klare Überholmöglichkeiten. Das war ja auch, glaube ich, der Grundgedanke, warum sie diese erste Kurve so umgebaut haben. Mhm. Die war ja vorher, ja, durch diesen Linksknick, den man dann so sich in die Kurve reingeremst hat, da gab es ja gar keine Möglichkeit zu überholen. Ja. Da hat man ja versucht, es irgendwie künstlich jetzt da zu schaffen. Das ist einigermaßen gelungen, aber es macht die Strecke schon, es stört irgendwie auf der Strecke, ich weiß nicht. Ja, es sieht echt aus wie ein Kreisverkehr da. Ja. Und, ja, das ist halt, upsala, was ist das hier für eine Kamera? Entschuldigung. Das ist immer noch der blaue Himmel. Ja, genau. Und dann lassen wir die mal hier vorbei, so gucken wir uns die wunderschönen Autos mal von hinten an. Gehen mal jetzt nach vorne. Ah, jetzt haben wir hier, so gehört sich das. Ja, auf die Kamera freue ich mich gleich schon, wenn die Jungs da im Highspeed alle hintereinander durchfliegen. Ja, genau. Hoffentlich auch alle genau entlang der Streckenführung und nicht hier einmal gerade quer durch. Ja, wenn du den rechten Körper von uns aus gesehen zu heftig triffst und das Auto abhebt und dann du dabei noch beim Lenken ein bisschen federst ein, dann marschierst du direkt ab Richtung, da drückst du die Tribüne wieder, wo ich gesessen habe, hatte ich wurde schon erwähnt. Dann marschierst du direkt ab links Richtung Leitplanke, also ganz, ganz heikle Stelle, aber ich liebe diese Schikane. Da knallst du links, rechts, links, also danach direkt diese langgezogene rechts, also die Kurve Kombination ist echt toll. Ja, das ist auch das Highlight auf dieser Strecke, diese Schikane. Alles andere ist hier relativ, das zweite Highlight ist mit Sicherheit die Boxeneinfahrt. Da denkt man echt, man fährt erstmal eine Runde durch Oschersleben, bis man da in der Box ankommt. So, hier, Mr. König macht hier nochmal richtig Show. Es ist nicht wirklich weit bis zur ersten Kurve, also bis zum ersten Bremspunkt. Das ist also ein kleines Beschleunigungsduell und da muss man dann schon wieder voll in die Bremsen steigen. Also ich bin ja mal gespannt, wie die beiden sich da vorne einigen werden. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Mal, wir kommen hier leider nicht rum. Ich versuche mal die nächste Kamera. Nee, da ist leider nichts zu machen, also müssen wir uns hier mit zufrieden geben. Ja, die sind alle so blöd. So! Ja, los Ampeln geht's. Sollten angehen. Da sind sie. Oh, ich meine, Rambo hat kurz gezuckt. Oh, ein Superstart. Ein Superstart von Rambo. Geht auch mal direkt vorbei an Kanitz. Ui, schießt seinen Teamkollegen ab. Nein, der ist, bleibt noch vorne, aber Kanitz ist wieder durch. Jetzt gucken wir mal hier auf die drei. Oh, wo ist er hin? Ja, Jörg Comani, er ist durchgekommen. Er ist durchgekommen, er ist Dritter. Platz 4 für Robert Stratner auf der 5 fährt jetzt Felix Appelt. Felix Appelt auf der 5? Wo kommt der denn bitte schon her? Ich glaub's ja nicht. 14. Oh, und hier hinten. Ja, Achim Krause mit dem fatalen Quersteher. Hat natürlich totales Chaos im Feld ausgelöst. Ja, ich glaube, das war Rambo, der da jetzt eben... Oh, und da sehe ich jetzt Felix Appelt draußen. Stratner auf 3. Oh, Comani auf 4. Nee, was ist das denn? Das ist kein Comani. Da ist Comani. Der war schon wieder draußen. Ah, unglaublich. Ich sag den Jungs, die sollen mal anhalten. Wir müssen das alles mal aufarbeiten. Ist ja irre. Das ist mehr als irre. Ja, wo ist er denn jetzt, der Comani? Ich finde hier überhaupt niemanden mehr. Comani ist auf 7. Nee, 6. 6, 6. Davor fährt er. Gut, dann war es jetzt nicht so dramatisch. Wir versuchen das nochmal reinzukriegen, was ihm hier passiert ist. So, hier der Start und hier sehen wir den Alex Rambo hier vorne, wie er seinen Teamkollegen touchiert und dadurch hier Kanitz Comani durchkommt. Comani hat natürlich einen Frontschaden, klar, keine Frage.
Jetzt switch mal kurz zurück, weil jetzt würde ich, jetzt bist du raus aus dem Deep-Bell, ne? Danach kam ja die Kurve, wo der Achim Krause so quer gestanden hat, ja, das ganze richtig, Feld ja, irgendwie gut, durcheinander okay. gemacht hat. Ja. Egal. Egal. Wir konzentrieren uns jetzt mal so ein bisschen hier vorne auf die Geschichte. Das heißt jetzt Pamani und Rambo hier im Fight. Rambo müsste dann aber schon wieder durch sein, weil ich mal... Ach nee, Komani war ja auch zurückgefallen. Also Rambo auf 5, Komani auf 6. Wir gucken mal vor an die Spitze. Karnitz hier gegen König. No. Das war ja wieder das, was wir das letzte Mal hatten. Diese K und K hier Preußen. Ja, Felix Appelt, den haben wir vorhin noch kurz auf der 5 gesehen, glaube ich. Jetzt wieder zurück auf die 21 in der Box. Also da war dann wohl dann ja die Nervosität da oder der Fehler oder was auch immer. Sehr, sehr also schade. Unglaublich, unglaublich. Felix Appelt, der, ich weiß gar nicht, wo der herkam. Der war, glaube ich, auf 14 oder so hat der gestanden. Genau. Ja, genau. Genau. Ja, Achim Krause, Hassliebe, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ich würde es auch sagen. Also der wird es wahrscheinlich sein Glück gar nicht fassen können. Von 10 ohne gezeitete Runde im zweiten Qualifying vorgefahren bis auf die 4. Ja. Also, pff. Ja, Hans-Peter May, nur mal so zur Info, mittlerweile schon auf P15. Ja, das ist so, dass wir also erst zumindest schon mal in den Punkten. Genau. So, jetzt gucken wir mal aber jetzt hier dahin, wo auch ein bisschen Robert Stratner relativ ungefährdet auf der. Auf der 2 hier vorne die beiden Halssporne. So, Stefan Karnitz und Andrzej König. Frage ist natürlich, König ist mal gerade eben die schnellste Rennrunde gefahren. Und bleibt natürlich jetzt abzuwarten, wie Karnitz jetzt hier mitgehen kann. Ob er den Speed halten kann. Karnitz ist ein Fahrer, der zumindest im Rennen auch sehr konzentriert sein kann. Aber das König, das, solange er vorne wegfahren kann, ist das ja bei ihm kein Problem. Da ist er ja extrem präzise. Gefährlich wird es nur, wenn er irgendwo jemanden vor sich hat. Ja, switch mal eben ein bisschen durch, weil hinten ist, glaube ich, auch eine Menge Bewegung, die wir zumindest mal zeigen sollten. So, wir gehen mal überhaupt. Yves Mlikus, der ist jetzt hier ganz hinten. Und hier sehen wir den Felix Appelt mit einem ziemlich ramponierten Auto. Das ja, ist, sehr schade. Ja. So, aber hier geht's zur Sache. Mario Schili ist zurückgefallen bis auf die 19. Also auch der muss irgendwo, weil der war in den Top 10. Oh, und da sahen wir, glaube ich, der Mike Kolosche, oder? Wer war das jetzt hier? Irgendwas? Nee, ich habe nichts gesehen. Nee, okay. Also irgendeiner stand da jetzt jedenfalls. Egal. So, Fred Dohnke hier auf der 12. Und hier ist überall voll der Betrieb. Nehmen wir uns mal Andreas Oehrlich und Jörg... Nee, das ist nicht Jörg Omani. Enke, Matthias Enke. Matthias Enke. Wo kommt denn da noch her? Ja, das war der, der da stand. So, und hier ist natürlich jetzt hier richtig Betrieb. Hier ist jetzt richtig Betrieb, hier ist richtig was los. Michael Wirz war das. Genau. Ja, Oehrlich macht mächtig Druck. Oh, brennt das Auto hier. Unglaublich. Oehrlich. Und ja, so. Statt plus 1, minus 1. Oder ja, minus 2. Minus 2, wenn er Pech hat, ja. Jo. Ja, das hier ist diese dreifach ultraschnelle Links, die ich meine. Eine ganz, ganz heikle Kurvenkombination, gefolgt von dieser, ja, 180 Grad rechts langgezogen. Also auch eine tolle Kombination. Definitiv. Da brauchst du echt eine Hose. Ja, tolles Bildchen. So wollte ich das sehen hier. Genau. Ups, und da hat einer den Körbs ausgelassen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Linie oder so, ne? Eine Gerade, ja. Eine Gerade, ja. So war's. So, Oehrlich jetzt hier aber ganz dicht dran. Ja, es ist der Platz, den er gerade verloren hat. Einer von den beiden, den wir da sicherlich wieder zurückhaben. Jetzt kommen wir zu der obligatorischen Ausbremsstelle. Wollen wir mal schauen. Genau, die gucken wir uns mal noch an. Und dann gehen wir ganz schnell zu Platz 5 hin. Nee, da bremst sich nichts aus. Aber da kommt einer für ein bisschen spät gebremst. Aber es ging noch gut. So, gucken wir mal hier, was. Hier haben wir nämlich auch ein nettes Dreierpack. Und zwar Achim Krause, Alex Rambo und Jörg Komani. Ja, tolles Paket hier. Also so eng, so schön zusammen hatten wir es eigentlich im ersten, zweiten Rennen, aber es sind natürlich drei Experten am Start, die alle auf einem und demselben Level fahren.
Wo ich das genau, Joachim jetzt auf der Strecke nicht erwartet habe, aber gut. Ja, aber Alex Rambo jetzt auch, ich sag mal, hier heute vielleicht nicht so gasperformant unterwegs wie sonst. Upsala. Und das ist das, was ich meinte hier. Diese Aktion über diesen Ding, über dieses Ding darüber bügeln, das ist kreuzgefährlich. Das Problem ist, du musst drüber fahren, um schnell zu sein. Und wenn du zu viel drüber fährst, kannst du alles wegschmeißen. Ja, er hat es ja genau in der Mitte. Er hat den Pupsel da in der Mitte, hat er genau mittig unterm Fahrzeugboden gehabt. Das ist natürlich eine Geschichte, die geht gar nicht. Ja, nur zur Info, damit wir feststellen, dass wir nichts verpassen. Der Andrzej König kann sich so ganz leicht absetzen vorne vom Stefan Garnitz. Also da ist, denke ich, erstmal noch kein Duell zu erwarten. Deshalb können wir ja schön bei diesem Dreierpaket bleiben. Genau, wir gucken uns das mal jetzt hier. Oh, und Krause! Oh, da hat aber einer Schwein gehabt. Krause hat es da gerade zurück auf die Strecke gefeuert. Ja, und ist direkt wieder ran am Jörg. Ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Jörg getroffen wird, aber ich drücke ihm alle Daumen. Ich auch. Auch das tue ich, ja. Na gut, einmal muss man ja Glück haben. So, jetzt ist natürlich für Rambo ist das natürlich jetzt eine feine Sache, weil er kann jetzt frei fahren. Ja, den Speed her, vom Speeder sollte er den beiden jetzt hier ein bisschen wegfahren können. Ach, im Krauser, wieder ein Fehler, habe ich gerade im Rückspiegel oben gesehen. Genau. Also, ich denke mal, wenn da noch ein, zwei Sachen passiert, dann wird es da wohl auch einen Ausfall geben, denke ich mir. So, aber Kormani jetzt hier ziemlich dicht dran. Ja, der Alex Rambo fährt diese Schikane. Was ist das denn? Wo bremst denn der? Hoppala. Achim Krause jetzt zurück auf Platz 7. Michael Loschke ist vorbei. Behalten wir das mal im Auge. Ja, hier haben wir die beiden. Die sind auch viel näher beieinander. Und da hinten dran haben wir dann noch den Mirko Wenzel, der jetzt dann doch irgendwie hat er es hingekriegt. Also auf Platz 8. Ist eigentlich ganz einfach. Immer auf dem Grauen bleiben, dann kommt die Zeit. Genau. Und sein Teamkollege Matthias Enke direkt dahinter. Das sind ja auch zwei richtig gute Freunde, die sich von Kindesbeinen an kennen. Ja, und dahinter dann auch Michael Wirz, Andreas Oehrlich. Ne? Also die ja, geben sich jetzt hier auch richtig. Also, ja, klasse. Genau. Super Sache. So, Oehrlich ist ja immer ein bisschen dafür bekannt, der versucht ja auch mal was. Also der fährt nicht so wirklich auf Sicherheit. Ja, aber es ist extrem schwierig hier auf der Strecke zu überholen. Hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Also, ah, tolle Bilder hier. Wahnsinn. Aber du kannst dir vor, da mal natürlich gerade, weil es so viele heikle Stellen gibt, auch mal einen Fehler zwingen. Ne, so ein bisschen von der Ideallinie wegbringen und durch antäuschen oder was auch sonst. Da muss man sich den Gegner richtig zurechtlegen. Das ist richtig Arbeit. Das kann man hier aber schön lernen auf der Strecke. Ja, definitiv. Wie diese Autos hier hüpfen, das lässt sich hier aus dieser Perspektive eben, konnte man das gut erkennen. Weißt, wir sind hier beim Rennen gefahren mit den DTMs, dann, das ist so ein Video, das habe ich auch bei YouTube online gestellt, man kann hier überholen, weil ich habe dann hinten auf der Gegend gerade mich außen daneben gesetzt und auf Startziel war ich dann vorbei, nachdem wir alle Kurven nebeneinander gefahren sind. Also es geht. Ja. Ja, tolle Bilder hier. Auch diese Kurve, die ist so endlos lang. Du willst immer genau aufs Gas und willst und willst. Und wenn du dann zu früh bist, bist du in der Wiese. Ja. Auch die vermutet man hier deutlich schneller, als sie ist. Das ist das Tückische an der Strecke. Die Kurven sind immer länger. Man will immer viel zu früh aufs Gas und neigt einfach dazu, am Kurvenausgang dann eben ja, zu viel Körb zu treffen, zu weit rausgetragen zu werden und verliert dann eben den Sprung auf der Geraden. So, noch alle im Rennen, auch Felix Appelt fährt noch. Trotz seines schwer beschädigten Autos. Ja, Wahnsinn hier, wie die hier drüber gehen. Ja, Wahnsinn, wie eng die noch zusammen sind. Hast du vorher Achim Krause gesehen, der dem Mike Koloschke irgendwie im Heck sitzt?
wir mal gucken, was die machen. Ich dachte eigentlich, Ehrlich, mal setzt mal hier irgendwie ein Zeichen. Also Krause ist scheinbar vorbei. Wo ist Kolosche? Sehe ich gar nicht mehr. Aber Mirko Wenzel ist dran an... Mike Kolosche ist zurückgefallen auf 11. Und hier, guckt ihr das an! Ah ja, gut, der hat den jetzt so durchgelassen. Also das war jetzt Krause sagt sich, nee, komm, ich fahre hier mein Ding zu Ende und seht, dass ich einigermaßen in den Top 10 lande. Mirko Wenzel jetzt hier durch. Micha Würz. Und hier ist auch, also jetzt Enke und Ehrlich und Würz. Also Würz vorne, danach Enke. Ups, da gibt es mal einen kleinen Stupser. Aber wie du siehst, auch dieses Querstehen, es nutzt nichts. Der Hintermann kommt nicht durch. Jetzt muss er, zwingt er ihn hier übers Grün zu gehen. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben einen ganz überraschenden Ausfall. Ja, ja, ja. So, hier Fehler von Enke und Ehrlich ist durch. Ja, nur so geht's. Aber du musst einfach so viel Druck machen, dass dein Vordermann Fehler macht. Das hat der Ehrlich jetzt wirklich gut gemacht. Sagen wir mal, Enke hat den Fehler richtig gut gemacht. Ja, da habe ich unter Druck gesetzt. Weißt du, du musst so groß im Rückspiegel sein, dass der Vordermann irgendwie schon ja, Schweiß auf der Stirn bekommt, wenn es zum Bremspunkt geht. Aber tolle Action auch schon jetzt hier im ersten Rennen. Also das ist genau das, was diese Rennserie ja auszeichnet. Normalerweise sind die zweiten Rennen ja immer nochmal eine Schippe oben drauf. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel schon im ersten Rennen los ist. Irre. Richtig. Auch vorne, mein Andrzej König, sicherlich der schnellste Fahrer hier. Stefan Kanis ist gerade mal 2,5 Sekunden zurück nach der Hälfte des Rennens. Ups! Siehst du, und der steht hier quer und es kann nicht genutzt werden. Der steht da genau in der Strecke und der, im Prinzip bremst er nur das Feld zusammen. Ja, also, wo willst du vorbei? Wo willst du hin, das ist so ein Nadelöhr da unten. Ja. Aber wir haben leider den nächsten Ausfall, der Mario Schilli ist raus. Oh, schon wieder? Ach Mensch, Mario, ey. Hans-Peter Maid. Auf der 11. Pass mal auf, wenn er so weitermacht, steht er auf Pole. Ja. Ey, man guckt sich an, wie eng die Jungs da zusammen sind. Ne? Ein kleiner Fehler und du bist ja zwei, drei Plätze weiter vorne. Ja, ja, genau. Und schwupp, bist du achter, weil es gar nicht wieder hingekommen ist. Oh. Was macht er denn dann, wenn er auf Pole steht und das ganze Feld hinter sich hat? Hm. Bei euch bräuchte er nur noch einen Platz. Ja, ist schon Wahnsinn. Er ist schon auf der 10. Er ist schon auf der 10. Ist er jetzt 10.? Ja. Ah ja, okay. Weil wir haben den nächsten Ausfall, den Mirko Wenzel. Oh. Versuchen wir mal. Ah, okay. Da haben wir das Problem. Das ist doch genau das, was ich gerade genau so erklärt habe, ne? Du triffst den Körb, falls das Auto hebt ab. Und dann geht's ab hier und dann ist Feierabend. Einmal nach links Richtung Bauer. Ja. So, okay, gehen wir wieder rein. Ich wollte das aber eigentlich nicht nur erzählen. Ich wollte es nicht gezeigt bekommen. Ja. So, Jörg Komani nach wie vor dran an Alex Rambo. Und der, die beiden fahren hier. Oh, und hier das gleiche Spiel nochmal. Aber es ist etwas glücklicher im Ausgang. Er hat aber immer noch Glück im Unglück. Meine Fresse. Trifft man diesen Körper in dieser Schikane zu heftig, Jens hat es vorhin gesagt, dann geht es einfach ab. Dann fährt man nicht rechts rum, wo man eigentlich hin will, sondern man biegt stur nach links ab. Es ist nichts zu machen und dann geht es ab Richtung Mauer. Und Jörg hat eben noch das Glück gehabt, dass er noch vielleicht nicht ganz so schnell über den Körper drüber oder nicht so heftig abgehoben ist, sodass er noch reagieren konnte. Bei Mirko Wenzel war keine Reaktion mehr möglich. So, jetzt wird es hier aber mal irgendwie spannend, weil... Auch Alex Rambo fährt jetzt so ein bisschen ran an Robert Stratner. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann der Stratner hier tun? Ich meine, letztendlich ist es eigentlich schon der dritte Platz für Alex Rambo.
da ja Stratner als Wildcard unterwegs ist. Fragen wir lieber andersrum, ne? Was kann der Alex jetzt tun? Mann, den Robert zu überholen, ist eh schon eine Riesenaufgabe, ja. Und auf der, ja, Strecke. Richtig. Wie soll das gehen? Ja. Ja, wenn der Robert die Ruhe weg hat und stur sein Ding fährt und sich nicht nach hinten orientiert, dann hat er gute Chancen. Wenn er sich aber nervös machen lässt, dann, ja, ist das nicht so gut. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wenn der Alex zu viel Druck macht, dass der Robert ihn durchwinken wird, weil er ist nun mal eben Wildcard. Ja. Er hat auch gesagt, er will keinem im Weg rumstehen oder so. Und der Alex fährt ja auch noch um die Meisterschaft. Also ich denke nicht, dass er da eingreifen wird. Ja, das glaube ich auch nicht. Andreas Oehrlich ist an Michael Wirz vorbei. Damit jetzt hat er es endlich geschafft. Nö, jetzt ist schon wieder zurückgegangen. Wollte ich gerade sagen. Und Oehrlich ist auch, ja, zwei Plätze zurück. Oh Mann. Enke ist dazwischen. Wollen wir mal schauen, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Hier sehen wir das Überholmanöver. Genau, hier ist er vorbei. Was ist dann passiert? Eigentlich sieht das alles ganz wunderbar aus. Ah, okay. Das hat man, glaube ich, vorhin in der Kurve schon mal. So, zack. Und das war's dann. So, da fightet er jetzt hier noch, aber... Gut, gehen wir wieder live. Ui, jetzt ist aber hier gerade eine Menge Bewegung drin. Vorne ist der Alex Rambo am Robert Stratner vorbei. Er wird ihn durchgewunken haben, vermutlich. Er hat ihn durchgewunken, ja. Ja, Oehrlich ist zwei Plätze zurück und auch Daniel Lange-Jägermann hat es um einen dahin. Genau. Ja, und Hans-Peter Meid fährt auf Platz 9. Schmerzhaft, der steht auf Pole. Ja, das, da lässt er sich zurückfallen, da bin ich mir sicher. Das will er nicht. Das will er, den Stress braucht er nicht. Klasse. Ja, aber zeichnet ihn einfach aus, ne? Mal wieder vom letzten Platz auf Platz 9 vorgefahren. Konstant, schnell, keine Fehler. Immer da, wenn andere einen Fehler macht. Perfekt. Genau, hält sich aus allem raus. Man sollte Langstrecken reinfahren. Das tut er. Gut. Das tun sie. Sie sind auch in der GT1 Langstreckenserie mit dabei und sie fahren auch die, genau, fast alle 24-Stunden-Rennen. Sogar das allererste, was noch absolut top secret war, was noch nicht öffentlich war, nur innerhalb einer Liga gefahren wurde. Selbst da waren sie mit dabei. Der Hans-Peter nicht, aber der Mirko Wenzel war dabei. So, ja, Andreas Oehrlich, noch einen Platz zurückgefallen. Daniel Lange-Hegemann vorbei. Damit ist er jetzt schon auf Platz 11 zurück. Hier waren wir vorhin auf 6, ne? Ja, da ist er gestartet. Jörg Komani auf 5. Er sagt sich, das ist vielleicht gar keine so schlechte Ausgangsposition. Da stehe ich in der zweiten Startreihe. Zweiten Rennen. Also wahrscheinlich wird er versuchen, das irgendwie nach Hause zu fahren. Micha Wirz auf der 6. Da hinten ist eine Menge los. Matthias Enke auf der 8 momentan. Mike Kolosche, der hätte jetzt, die beiden würden jetzt in der ersten Startreihe stehen. Dann haben wir mal den Hans-Peter Meid auf 9. Auf der 10 Andreas Oehrlich. Auf der 11 Fred Dunkel. Auf der 12 Daniel Lange-Jägermann. Jürgen Engelhardt auf 13. Auf der 14 Dirk Sassmannshausen. Upsala. Und der Yves Mlekos ist hier noch so ein bisschen am Teile suchen. Dann haben wir auf der 16 den Klaus Schaschek. Auf der 17 auch nicht sehr viel besser aussehen, der Felix Appelt. Das sind die verbliebenen. Ah ne, da haben wir noch einen. Der Andreas Braun. Der winkt gerade alle durch, genau. Genau, der winkt alle durch. So, okay. Der Führende, den hat man so ein bisschen wenig erwähnt, eben bei der ganzen Aufzählerei. Andrzej König. 2,8 Sekunden jetzt vor Stefan Karnitz. Ich denke mal, Karnitz wird mit dem Ergebnis leben können. Wenn Karnitz jetzt schlau ist und hier ein Rennen gewinnen will, dann lässt er sich jetzt auf Platz 8 zurückfallen. So, Alex, dafür müsste er in einem Chevrolet sitzen, oder? Ja, das wird er nicht tun. So, und Robert Stratner, der versucht jetzt einfach mal zu gucken, wo seine Performance ist, ob er hier an Rambo dranbleiben kann, und das sieht momentan relativ gut aus. Er will natürlich jetzt ihm auch nicht auf die Stoßstange rücken, einfach um da keinen Mist zu bauen aus Versehen. Von daher wird es ihm wohl reichen, wenn er hier einfach mal die Geschichte so hinkriegt, um so die Jungs mal ein bisschen zu studieren. Ich denke mal, das ist ihm das Wichtigste an der ganzen Geschichte. So, Jörg Komani auf der 5.
Ja, der hat, glaube ich, das einsamste Rennen. Der hatte irgendwie 8 Sekunden nach vorne, 13 nach hinten. Ja. Da passiert nicht mehr so viel. Aber so Michael Wirz, Mike Koloschke, Matthias Enke, Hans-Peter Maid, da heißt er, ist ohne K Kolosche. hinten nochmal. Stimmt. Ja. Ich habe meine Brille nicht auf. Ja, genau. Seitenbiedel. Ja. Genau. Aber die beiden Jungs von KA Race hier hintereinander. Und Matthias Enke momentan auf 8. Der versucht hier natürlich noch ein bisschen nahe zu kommen. Ich sehe es. Also der lachende Achte wird ja Hans-Peter Maid sein. Das Ich bin da nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist ganz glücklich, wenn er hier auf 9 starten darf. Es sind noch 5 Runden, also und die Jungs machen ja Ja. wirklich Gas hier und sind schön eng beisammen. Der Robert Stratner war weiter fleißig am Alex Rambo dran, aber da brauchen wir nicht drauf achten, der wird ihn nicht mehr angreifen. Gottes Willen, nein, nein, das wird er nicht tun. Auch Rambo fährt mit Sicherheit nicht an Karnitz ran. Da sind Nee, das 20 sind 20 Sekunden dazu. Sekunden, ja. Ja. Also Karnitz momentan auch in den Sektoren schneller als König. Ambo macht eventuell einen Stopp, schreibt mir der Christian Rückert. Ja, das halte ich aber für ein Gerücht. Ja, es könnte nur sein, dass er zu. Nee, die Reifen hat er sich wohl ramponiert. Ups. Reifen hat nur noch einen halben Balken. Autsch. Ja. Na gut, wenn er weg ist, platzt der Reifen, ja. Das ist schon richtig. Dann kann es natürlich tatsächlich Sinn machen. Oh, das wäre bitter auch im Sinne der Meisterschaft. Ja, dann ist er ziemlich weit hinten. Also es wird ihn jetzt Schauen wir mal mal. bis auf Platz 6 zurückwerfen. Schauen Der wir mal. Boxenstopp. Ja, Eventuell. 6. Meinst du nur so Ja. wenig? Wie lange dauert der Reifenstopp? Der Ich Reifenwechsel? glaube 27 Sekunden, irgend sowas. Plus die lange Einfahrt da und Ausfahrt. Also da wird so ein bisschen was zusammenkommen. 30, 40 Sekunden kommen da mit Sicherheit zusammen. Dann ist er ganz also aus dem Top 10 raus. Nö, 51 Sekunden ist der Mike Kolosche zurück. Also, Ja, beziehungsweise auf Platz 6 51 Sekunden der Micha Würz. ja gut, aber der Alex Rambo hat auch schon 30 Sekunden Rückstand, ne? Darfst du ja nicht vergessen. Ach so, ach ja, richtig. Ach herrje, ja, stimmt. Ah, man muss ja von seinem Platz ausrechnen. Ja, werden wir sehen, was er macht. Frage ist natürlich, ja, was, wann, ne? Also. Ja. Boah, bitter. Weiß nicht, ob man nicht vielleicht 30 Sekunden. Upsala! Ui, der bietet. Ja, Ja, der und bietet, ich genau. würde mal behaupten, Hans-Peter Maid ist auf Platz 8. Das war mein erster Gedanke. Er baut jetzt hier einen künstlichen Fehler ein, um wieder einen Platz zu verlieren. Na, das glaube ich nicht.
verkauft, weil er will pures Simracing. Und das hat auch der Marco nochmal ganz klar betont. Da hat ja Kunosch immer schon Wert drauf gelegt. Es geht um Simulation Racing und nicht um irgendwelche winkenden Männchen auf irgendwelchen Podesten oder sonst dergleichen Dinge, sondern das, was man machen will, das macht man für das Simracing. Dass die Strecken laser gescannt werden, ist, hat natürlich den Vorteil, sie sind unglaublich genau. Zum anderen ist es aber auch ein Nachteil, weil so eine Strecke besteht dann aus 2,5 Millionen Polygonen. Und da werden wir dann halt abwarten müssen, wie sich das auf die Performance auswirkt. Aber insgesamt ist das gesamte Paket, so wie die Jungs sich das da hinlegen, richtig, richtig, richtig toll. Und wir sind sehr, sehr gespannt. Er sagt, er hat einen Release-Termin im Kopf, möchte ihn aber noch nicht nennen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich, also ich weiß es auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie auf dem Weihnachtstisch liegen wird, unter dem Weihnachtsbaum liegen wird, das Ganze. Also alles, was man momentan liest, hört und auch sieht, ist das, ich habe jetzt nicht so viele Infos wie du, aber mein Eindruck ist, das ist einfach ein Produkt von Simracern für Simracer, so kommt es zumindest rüber. Ja. Und jeder, der sich da mit dieser Materie ein bisschen auseinandersetzt, würde viele Dinge, die die Jungs jetzt zu bringen scheinen, ja auch so umsetzen und haben wollen. Also ja, für mich klingt das einfach grandios. Wenn das alles so kommen sollte, das klingt ähnlich wie R-Faktor damals war. Ne? Ja. Ein Preis, Modding offen, tolle Strecken, offenes Multiplayer und das Ganze, das Konzept hat ja funktioniert. Nein, und, ne? Was ist das denn? Jörg Ormani. Haben sie eingemauert. Den haben sie eingemauert. Och, Jörg. Es tut mir so leid. Wir müssen mal einen Screenshot gucken. Von. Ja, nein. Also, wir haben es hier. Wir brauchen keinen Screenshot. Wir haben es ja hier live. Also, ich weiß nicht, was das. Ey, wir müssen mal echt in die Mod gucken, ob der Jörg irgendwo in seiner VEH da irgendwelcher Mist drin steht. Also, ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht erklären, wieso es immer ihn trifft. Jetzt ist der Krause weg und dann ist die Box frei und nein, da stellen sie ihn in die Mauer. Also, oh, wow. Mauern sie ihn zu da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wollen wir hoffen, dass der da überhaupt rauskommt. Also da ist Jörg, bestimmt derjenige für verantwortlich, der diese Strecke damals konvertiert hat. Genau, der kann den Jörg auf den Tod nie ab. So, jetzt muss ich hier nochmal die Batch ausführen. Wie viel Zeit haben wir noch? Keine mehr. Warm-up ist abgelaufen. Also Jörg, du kannst jetzt auch nicht mehr raus. Du musst jetzt mit diesem Problem leben. Ich hoffe, du kommst da aus der Box raus. So, race before. Ja, switch doch mal eben rüber auf den Jörg. Gehen wir mal gucken. Ah, er kuschelt jetzt hier mit Karnitz. Ormani kuschelt Karnitz. Sehr schön. Ein nettes Wortspiel. Triple K, genau. Ja, Triple Key. Genau. Oder K, ja, K. K ist richtig. K. Ja, was machen die denn jetzt da? Hm? Ja, ja. Karnitz hat einen Orgasmus. Wie geil. Ich hau mich weg. Oder Karnitz ja, kopuliert. Karnitz kopuliert Ormani. Aber wir sollten das jetzt hier an dieser Stelle unterbrechen. Gut, die U18 wissen nicht, was das ist. Das Wort meine ich, was es bedeutet. Zeit für ein Video. Wie geil. Ja. Also wir haben hier auch durchaus Spaß. So, wollen wir mal gucken. Also Ormani ist zumindest raus. So. Ist großartig. So, auch Karnitz hat sich erholt. Ja. Er fährt noch etwas ruhig. Er atmet. Noch weiches Gummi oder. Ja, genau, weiche Gummis. Scheiße, oh Mann, jetzt wird's aber böse hier. Autsch. Oh, ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tief durchatmen. Ja. Genau. So, aber was halt jetzt hier so der Richterbrüller ist, der kommt auch jetzt erst hier aus der Box rausgehuppelt. Hans-Peter Maid fährt heute
das erste Rennen von der Pole Position. Das hat man davon, mein lieber Hans-Peter, wenn man immer ganz hinten stehen will. Dann passiert das einfach mal, verstehst du? Jetzt bist du vorne, jetzt seh zu, dass du... Und wehe, du fährst vorne rechts ran und parkst da, dann ist das Feld vorbei. Ich hau dir die Backen, ich sag's dir. Das haben wir so schön inszeniert, das muss es auch durchziehen. Ja, genau. Ach, herrlich. So, auf Platz 2 Mike Kolosche. Auf der 3 Micha Würz. Platz 4 für Jörg Kormani. Platz 5 für Robert Stratner. Auf der 6 Alex Rambo. Auf der 7 Stefan Karnitz. Auf der 8 Angie König. Das sind die Top 8 in umgekehrter Reihenfolge des ersten Rennens. Platz 9 Matthias Enke. Platz 10 Andreas Oehrlich. Auf der 11 Daniel Lange-Jägermann. 12 für Jürgen Engelhardt. 13 für Dirk Sassmannshausen. 14 Fred Donke. 15 Felix Appelt mit einem reparierten Porsche. Auf der 16 Klaus Schaschek. Auf der 17 Andreas Braun. Auf der 18 Yves Mlekus. 19 für Mirko Wenzel. 20 Mario Schili. So, mein lieber Hans-Peter, jetzt musst du hier auch noch durch. Da durchwurschteln. Ja, der wollte wahrscheinlich aus reiner Gewohnheit da hinten stehen bleiben. Ja, ja, genau. Oh Mensch, ey, wie lang ist denn so eine Crit Lane? Ist ja gar nicht. So, auf geht's. Wahrscheinlich hat jetzt ein Disconnect. Mach keine Witze über sowas. Also, Entschuldigung. Ja, das ist... das wär's tatsächlich. Nee, das würde Jörg passieren, da bin ich mir sicher. Ja. Da, wenn Jörg hier vorne stand, dann hätte er ein Disconnect, ja. Ja, wo sind sie denn? Ich finde das toll. Gut, vielleicht noch mal ganz kurz zu Assetto Corsa. Also, was auch immer passieren wird, also eure Hardware müsst ihr mit Sicherheit aufrüsten. Jetzt hat Achim Ennenbach heute den herrlichen Spruch gebracht, jetzt wissen wir wenigstens, was R-Faktor da ist. R-Faktor zwingt erstmal alle, ihre Hardware aufzurüsten, weil es nicht spielbar ist, damit wir dann alle vernünftig Assetto Corsa spielen können. Super. Das ist doch mal eine Ansage. Das werde ich mir auch irgendeine Signatur übernehmen. Also, finde ich großartig. Ich hoffe nur, dass sie diesmal... umposten. Ich hoffe nur, dass sie diesmal auch Fanatec-Lenkräder unterstützen. Ja, 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 ja. Lenkräder ist alles soweit drin. Ja, das war ja nicht deren Schuld, sondern das war ja Fanatec, die gesagt haben, nö, ihr seid uns zu klein, euch geben wir keine Unterstützung. Ah, super. Ja. Ja, Hans-Peter Malt fährt jetzt gerade auf seine Startposition. Damit können wir auch das Gerücht streichen. Er fährt immer so weit hinten, weil er immer jemand braucht, der ihn den Weg zeigt. Nein, er findet sich auch zurecht, wenn er ganz vorne herfährt. Genau. Ja, ich würde es ihm echt wünschen, wenn er sich da lange vorne behaupten kann. Naja, wie gesagt, also... Die Renncleverness hat er. Eindeutig. Boah, also wie gesagt... Ich will es nicht beschreien, aber bevor ihm das hier irgendwie, bevor er befürchten muss, dass ihm irgendjemand die Karre kaputt fährt, fährt er lieber rechts ran. Das wäre nicht das erste Mal. Allerdings habe ich ihn noch nie von Pol starten sehen. Von daher. So, er fährt auch ganz brav. Ups. Nicht ganz brav. Ah, okay. Naja, gut. Also, ich glaube, er ist nervös. Ich glaube, er ist nervös. Und es ist so ein lieber Kerl. Also ich kenne ihn ja auch schon lange und er war auch für mich schon im Rechenzentrum und hat dort ausgeholfen, hat gesagt, das ist überhaupt kein Ding, da fahre ich halt mal hin und fertig. Und also wirklich ganz, ganz prima Typ und
Es ist ihm wirklich zu wünschen. So, Ampeln gehen an. Genau. Los geht's. Ab geht's. Und er kommt gut weg. Er kommt gut weg. Und guck dir den Rambo an. Der Rambo hier mit einem wieder wie ein Sensationsstart. Aber auf alle Fälle gehört die erste Kurve. Hans-Peter Maid. Lassen ganz. Also den ersten Platz ist er schon mal los. Ja, aber er bleibt da vorne. Oh, was ist das denn für ein Start hier? Er hat ihn wieder. Das ist ja nicht zu fassen. Hans-Peter Maid hier mit einer grandiosen Show. Und hinter ihm kegeln sie sich raus. Oh. Kolosche steht was hier. Was auf 2 ist? Ja. König. Ach, ja, der hat... Genau. Meine Fresse, wenn ich das mal so sagen darf. Junge. Hans-Peter Maid, ein Wahnsinnsstart hier hingelegt. Und Karnitz auf 3. Ja, super. Hier ist alles beieinander, was irgendwie Rang und Namen hat. So, jetzt gehen wir mal zu Karnitz. Ich denke mal, ich tue niemandem weh, wenn ich sage, Hans-Peter, er kommt du dann wirst automatisch in Kürze geknüpft werden. Aber die Show, die du hier abgezogen hast, das gab es hier in der Form noch nicht. Sehr geil, einfach sehr geil. Wir haben aber irgendwie absolutes Déjà-vu, ne? Alex Rambo wieder zurückgefallen nach dem Start. Auch nach einem grandiosen Start, muss man mal sagen. Ja, ja. Wahrscheinlich ist er momentan selber erschrocken, wie gut er startet. Ja, war im ersten Rennen ja auch so. Er hat sofort einen Platz gut gemacht und hat es dann in der ersten Kurve weggeschmissen. Und jetzt war es ja ähnlich. So, Karnitz sagt hier, so mein Lieber, vorhin habe ich nur gespielt, jetzt fahren wir Rennen. Aber nicht so. Hast du den Bremspunkt gerade gesehen vom Robert? Da haben wir alle Räder gestanden. Ja. Ja, und der Hans-Peter kann natürlich jetzt auch dazu dann eine Waage sein, ne? Weil, wie gesagt, du kannst hier nicht mal eben vorbeifahren. Richtig. Und der Karnitz ist sicherlich einen Tacken schneller auch als der Hans-Peter Maid. Das heißt, er wird aufstießen, wenn der Angie dahinter hängt. Und dann kann er auch mal eine Lücke nutzen, die der Angie...